Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu dem Video hier auf Potters Bluff Reviews. Das Video wollte ich schon eine ganze Zeit machen. Es tut mir auch leid, dass in letzter Zeit nicht so viele Videos von mir kamen. Wie gesagt, ich mache gerade meinen Bachelorfilm in Weimar und der macht jetzt so die Finishing Touches und deswegen brauche ich mal ein bisschen Zeit. Aber ich habe mir gedacht, ich fange jetzt endlich mal das Video an, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Denn es geht um eine neue Sammelleidenschaft von mir, die sich so im letzten Jahr ganz schön intensiviert hat. Und ich auf der Suche bin nach immer neuen Teilen dieser Sammlung. Ich möchte das gerne mal näher bringen. Ich sammle jetzt leidenschaftlich gerne Aufsteller aus Videotheken, Originalaufsteller aus Kinos, zu alten und zu neuen Filmen, aber hauptsächlich zu alten Filmen. Was es natürlich ist, will ich euch jetzt mal näher erklären. Während der Coronavirus tobt, habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal die Sachen, die ich in letzter Zeit angehäuft habe. Und während ich das erkläre, könnt ihr im Hintergrund sehen, wie das was abläuft, wenn man isoliert wird, alleine während des Coronavirus. Also ihr kennt diese kleinen Aufsteller, die es manchmal in den Läden gibt. Oder die in den Kinos stehen auf den Tresen. Oder eben richtig alte Videothekenaufsteller wie hier von Action Jackson. So, sowas sammle ich und zwar in allen Größen und Formen und Varianten. Und da hat sich in der letzten Zeit ganz schön viel angesammelt. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das mal. Auch mit einer kleinen Bitte. Und zwar, falls ihr sowas daheim habt, ich zeige euch jetzt mehrere Beispiele davon. Schreibt mich bitte ruhig an. Ich bin gewillt, gerne zu tauschen. Ich hole euch das Zeug auch gerne ab. Wenn es sein muss, bezahle ich auch dafür, aber es geht eigentlich überhaupt nicht darum, wer das übrig hat, will das wegschmeißen, bitte tu das nicht. Das ist altes Gut, was praktisch, keine Ahnung, eine Zeit dokumentiert, die es einfach nicht mehr gibt. Eine Gesellschaft, die es nicht mehr gibt. Das sind jetzt hier die falschen Beispiele, weil das neue Filme sind. Aber ich fange jetzt gleich mal an mit Originalbeispielen. Wartet mal auf mich. Gehen wir hier gleich in die Vollen. Hier habe ich zum Beispiel einen wunderschönen Aufsteller von Western Video von Zero Boys. Ich zeige euch das mal aus der Nähe. Den Film kennen ja wahrscheinlich viele, war ein langer VHS-Only-Kandidat, jetzt kam endlich Mediabook raus und das war noch auf richtig fetten Pappe gedruckt, fetter Pappe gedruckt. Und sowas sammle ich hauptsächlich, diese Originalaufsteller aus der Zeit. Wie gesagt, es ist ein kleiner Appell, wer sowas daheim hat und eben keinen Platz mehr hat und weiß nicht womit hin, der kann sich gerne bei mir melden, per Privatnachricht oder in den Kommentaren, ich schreibe ihn dann an. Da werden wir uns sicherlich einig, wir finden bestimmte Lösungen und wie gesagt, ich bin auf der Suche nach so Zeug und das ist eben das Problem bei diesen Sachen, die sind ultra schwer zu bekommen, denn wer hebt das auf? Das war nie dafür gedacht, dass das daheim irgendwo rumsteht, sondern das sind eben das sind Werbematerialien eigentlich nur. Damals für die Videotheken, die bekamen das pro Woche rein, die haben das weggeklingelt, rausgeschmissen, aber da gibt es so tolle Sachen dabei und ich finde, das sind halt kleine Kunstwerke und ich finde das schöner als Poster oder sonst was und das veredelt auch jede Sammlung so ein bisschen. Also wer sowas übrig hat, bitte gerne bei mir melden. Können auch neuere Filme sein, alte Filme, alles was ihr so habt. Ich glaube, das ist ein halbwegs guter Zustand und da können wir mal drüber reden. Warum ich das sammle, ist ganz einfach, weil ich finde, das ist so eine Art Relikt aus einer Zeit von früher. Mir geht es nicht so wirklich um Nostalgie, sondern mir geht es um die Zeit, als diese Filme aktuell waren. Heutzutage wird jeder Film gefeiert, der gerade im Kino läuft. Und ja, es gab aber auch eine Zeit, wo Zero Boys aktuell war. Es gab eine Zeit, wo Action Jackson gefragt war. Und deswegen, ich möchte diese Zeit so ein bisschen zurückholen, weil ich diese Filme genauso liebe wie einige neue Filme und ich eben hier und da immer mal in meiner Wohnung Aufsteller austausche oder umstelle und so und alle paar Wochen so ein bisschen umbaue und hätte ich gerne so ein paar mehr, um das eben zu machen. In der Folge stelle ich euch jetzt auf jeden Fall einige vor, die ich jetzt besitze, aber erstmal nur einen kleinen Teil, denn das sollen ja mehrere Teile werden und ich möchte jetzt auch nicht hier 5 Stunden lang reden. Fangen wir erstmal an mit den Aufstellern. Ich habe euch jetzt hier schon den Zero Boys gezeigt, den stellen wir jetzt mal hier zur Seite. Das ist übrigens ein Action Jackson Videothekenaufsteller aus England. Den habe ich mal auf eBay ersteigert. Wie gesagt, ab und zu poppen solche Sachen auch mal auf eBay auf. Aber das ist dann eher selten. Dann fangen wir mal klein an. Ich habe hier von dem Film, da weiß ich nicht, Merlin und das Schwert, noch nie gesehen. Von Western Video, das sind auch manchmal so Geheimtipps. Ich weiß nicht, wer diesen Film gesehen hat, kann ich mich gerne mal informieren, wie dieser Film ist. Das habe ich von einem ganz tollen Sammler, von dem auch viele Stücke sind, die ich jetzt zeigen werde, weil der hat das ausverkauft gehabt und bei sich da heim sozusagen. Und der hatte so viel Zeug aufgehoben in richtig guter Qualität. Der hat das immer doppelt gehabt und hat das zurückgelegt. Und da wollte ich auf jeden Fall nichts vorenthalten. Gehen wir gleich mal weiter. Hier habe ich einen wunderschönen Chucky-Aufsteller. Das ist jetzt zum Beispiel was Neues. Das gibt jetzt auch neue Aufsteller. Die suche ich nicht übrigens. Also diese industriell gefertigten, wo einfach neu aufgearbeitet sind. Sehen auch nicht schlecht aus.
Aber mir geht es halt eben um diesen Originalfaktor, dass das damals wirklich in einem Laden gestanden hat. Jetzt werden wir mal noch spezieller. Hier haben wir Zone Troopers von Lightning Video. Und ihr seht, das Ding hat schon ein ganz schönes Ausmaß. Ist fast ein A1 Plakat als Aufsteller. Finde ich persönlich absolut genial. Ja. Wer diesen Film gesehen hat, kann mir auch gerne mal schreiben. Den habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber ich finde einfach, das Plakat ist schon mal ziemlich fesch und sieht ziemlich cool aus. Aber um jetzt nicht zu denken, dass ich nur solche obskuren Sachen habe. Ich habe hier auch einen Kinoaufsteller von Und täglich grüßt das Murmeltier, damals von Columbia verliehen. Ziemlich guter Zustand sogar. Klar, hier gibt es nur ein paar kleine Ecken, weil der Wecker so ein bisschen fragil ist. Aber das hat damals wirklich so im Kino ausgestanden. Und das finde ich ziemlich geil. Und so Zeug suche ich eigentlich vermehrt. Wie gesagt, es muss nicht nur Horror oder Science Fiction sein. Ich suche alle Arten von Genres. Und wollte ich das mal zeigen. Ich habe mir meistens diese ähnlichen Aufsätze. Hinten ist es meistens nicht so formidable, nicht mehr so vorzeigbar. Aber von vorne ist das halt echt fancy. Und wenn man das in die Wohnung stellt mit den richtigen Sachen, ist das schon ziemlich geil. Hier links habt ihr bestimmt auch schon gesehen den Once Upon a Time in Hollywood Kinoaufsteller. Den hat mir ein Kino geschenkt, freundlicherweise. Dann haben wir hier zum Beispiel John Bormans Smaragdwald. Auch ein merkwürdiges Format hier, so schmal und richtig hochkant. Muss ich euch nochmal zeigen. Die Farben auch toll und der Druck. Und vor allem hat er halt hier diese gezeichneten alten Artworks, was ich richtig geil finde. Und wie gesagt, solche Sachen suche ich dringendst. Gibt jetzt übrigens auch Blu-ray diesen Film, der ist ziemlich geil. Oder hier zum Beispiel von Konstantin Video. Razorback, Kampfkoloss der Hölle. Einer der ersten Filme von Russell Mulcahy, diesen australischen Regisseur, der dann Highlander gemacht hat und viele andere coole Filme. Das ist für mich so richtig geil, so mehrere Ebenen. Ihr seht es hier, muss man auch einsetzen und zusammenbasteln. Das ist richtig cool, im Verleih von Taurus Video und eben Konstantin Video. Dann habe ich noch ein paar mehr, das zeige ich euch auch in den nächsten Folgen. Finde ich auch ziemlich geil. Sowas suche ich halt auch dringendst, ich finde das so geil. Schaut euch mal diesen Zustand an, die Farben. Das ist, als ob das Ding gestern aus der Druckerei kam. Aufsteller gibt es natürlich in allen Formen und Varianten. Hier wird zum Beispiel das letzte Einhorn als mobile Version. Kann man hier die Länge verändern, kann das aufhängen von CBS Fox damals. Also sowas finde ich absolut genial. Meiner Freundin gefällt sowas auch zum Beispiel. Da kann man sich auch manchmal mit begeistern. Ihr seht, es gibt auch verschiedene Formen und Farben. Ich zeige euch gleich auch noch was anderes. Dann gibt es natürlich auch Sachen aus anderen Ländern. Hier haben wir da zum Beispiel den Videotheksaufsteller aus England, soweit ich mich nicht täusche, von Kill Bill Volume 1. Ich hoffe, ich kriege das hier komplett rein. Ich zeige euch das so mal. Das absolute Highlight für diese Folge zeige ich euch natürlich am Ende. Oder hier auch was ganz Tolles, John Carpenter Starman. Das ist eigentlich nur ein Plakat. Das kann man aber hier in so eine Folie einheften und dann zeige ich das hier so vom Hintergrund ab. Und dann hat man praktisch diesen Effekt, dass die Hände im Weltraum sind. John Carpenter Starman nach dem Videohit Christine, jetzt sein neuestes Meisterwerk. Damals hier von RCA Columbia aufgelegt. Und ja, solche Sachen sind einfach Gold wert, weil das gibt es einfach nicht mehr. Das ist echt selten hoch 10 und ich bin froh, dass ich diesen einen Händler getroffen habe. Und wie gesagt, und wenn ihr sowas habt, bitte meldet euch bei mir. Das Highlight kommt aber noch, keine Sorge, für diese Folge. Meldet euch bei mir, ich würde gerne diesen Sachen ein zweites Zuhause geben. Das kommt bei mir nicht weg, das wird alles gelagert. Ich kann da selber auch nicht alles aufstellen. Aber wie gesagt, ich wechsle hier ständig durch in der Bude und dafür, dass meine Freundin auch öfter mal ausrastet. Aber ich finde das einfach total spannend und genial. Und wer sowas hat, bitte meldet euch bei mir und schmeißt es nicht weg. Bitte nicht. Und wer auch Bilder noch von alten Videotheken hat, hätte ich auch super gerne Privatnachrichten. Weil man weiß ja gar nicht, was es alles damals gab. Es gab ja wahrscheinlich zu jedem Film sowas irgendwas Cooles hier und es ist alles in Vergessenheit geraten. Und ich würde das gerne mal ein bisschen wieder rausbringen. Dann haben wir zum Beispiel auch was Neueres. Hier Brightburn. Die standen im Kino aus. Habe ich auch vom Kino geschenkt bekommen. So kleinere Sachen gibt es auch. Aber wie gesagt, ich sammle alles neu und alt. Auch so Filme, die mich jetzt nicht so wirklich, die jetzt nicht so meine Lieblingsfilme sind, wie zum Beispiel Jenseits von Afrika, das habe ich dazu bekommen, geschenkt. Ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber wieso nicht? Ist auch so ein Aufsteller, fast A1 Größe. Kann man noch aufhängen übrigens. Ach, aber aufhängen, ich zeige euch gleich mal eins meiner Lieblingsstücke. Bleibt mal dran. Das hier ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Grizzly, eine Bestie läuft amok. Der Original Grizzly-Film aus den 70ern. Hier von RCA Columbia Pictures. Steht leider kein
kein Jahreszeitraum. Ich glaube, das war eine Wiederaufführung, weil ich glaube nicht, dass der aus den 70ern ist, der Aufsteller. Aber schon aus den 80ern. Und ihr seht das Geile. Der ist so reliefmäßig geprägt, wenn ihr das sehen könnt. So tiefziehmäßig. Und das ist für mich eine absolute Augenweide. Und sowas, für sowas würde ich morden. Also das hier ist wirklich geiler geht's nicht. Die Farben sind alles so klasse. Das Artwork wird toll aufbearbeitet. Das Ding ist komplett in unbenutztem Zustand eigentlich gewesen. Ja, hier ist sogar ein alter Videotheksaufkleber drüber, das wir wahrscheinlich auch woanders noch gemacht haben. Finde ich voll geil. Man kann sich raussuchen, ob man ihn aufstellen möchte, hier mit den Klappen oder ob man ihn aufhängen würde. Also sowas hier, Hammer. Hammer geil. Und ich habe euch ja versprochen, es kommt noch das Finale. Ich zeige euch jetzt gleich meinen Lieblingsaufsteller in diesem Video. Und bleibt dran, den muss ich nämlich aufbauen. So, das hier ist dann das Schmuckstück der Sammlung. Für dieses Video habe ich den extra großen Aufsteller von der City High. Ihr seht diese Dimension und sogar die Waffe hier ist komplett enthalten. Die muss man hier befestigen. Hier ist so ein kleiner Schnitt. Da kann man das machen, dass es nicht kaputt geht. Und ja, den will ich auch nicht zu oft auf- und abbauen. Gleich hat hier und da kleine Dellen, aber bei den Größen sieht man das ja gar nicht mehr. Und ja, das war es eigentlich schon zur ersten Folge Aufsteller. Übrigens, wir haben die drei verschiedenen Namen. Aufsteller, Standy, Kinoaufsteller, Pappaufsteller, Displays, alles mögliche. Wenn ihr sowas daheim habt, bitte meldet euch bei mir. Ich möchte diesen Sachen ein zweites Zuhause geben. Bei mir kommt wiederum das nicht weg. Ich werde das ewig bungern und vielleicht kann ich irgendwann mal eine Videothek aufmachen damit. Also, freut euch auf die nächste Folge Aufstellerei. Bleibt gesund, atmet in die Kehle und alles ist gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und geht ins Kino, sobald es wieder möglich ist. Ciao!